Hallo meine Lieben, da bin ich zu Teil 3 meines Albums. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, beziehungsweise zwei unspektakuläre, oder auch immer wie das Wort heißt, Seiten eingeklebt. Und habe schon angefangen auch zu dekorieren. Hier habe ich noch so Klappfächer reingemacht. Und hier dann halt mit Magnet gemacht und habe das auch schon reingeklebt und hier halt auch, aber sonst habe ich nichts gemacht und habe bei den anderen angefangen, die Papiere zuzuschneiden. Ich denke mal, das weiß jeder, wie das funktioniert. Das ist beige, das war weiß. Dann kommt diese Seite hier mit den. Habe ich mir auch schon diese Papiere zugeschnitten. Ich muss sie eigentlich quasi nur noch mit euch einkleben. Aber ich dachte, ich nehme euch da mit. Und das vierte Video wird dann halt die Dekoration sein. Ja. Ihr müsst mir mal sagen, was ihr von so Videos findet. Wenn ich euch einfach so mitnehme, wenn ich bastel oder dergleichen. Ich habe jetzt auch bald Urlaub und dann kann ich auch mal wieder mit euch ein Goodiebag basteln oder ein anderes Album oder ja. Ich mache hier gerade das Klebeband weg, falls man es nicht hört. Wir haben auch wieder ein bisschen später. Morgen ist Samstag, also beziehungsweise heute ist Samstag. So. Ich nehme da meistens immer noch ein bisschen Klebemaus oder Flüssigklebe oder wie auch immer und mache das dann noch so voll. Ich habe mir auch mich entschieden, die Seiten innen komplett zu bedecken. Wenn es nicht perfekt wird, ist nicht schlimm. Hauptsache, hier, das geht zu, das sieht man gleich nicht mehr. Hier habe ich dann die Löcher reingemacht. Ich habe von hier die Mitte gesucht und von hier habe dann in der Mitte ein Loch gemacht. Ich möchte innen oder außen, ich weiß nicht, die zwei haben und innen wahrscheinlich diese oder innen. Ich glaube, ich mache innen diese und außen diese. Und da brauchen wir jetzt zwei, heißt, hätte ich mir alles schon mal herrichten können. Zwei Klammern. Auch immer wie die Dinge heißen, da werde ich auch rosa nehmen. Und da die Löcher nicht groß genug sind, nehme ich mir immer mein Dotting-Tool, fahre hier durch und dann habe ich hier das auch schon das Loch durch, wenn man das sieht. Jetzt machen wir das Klebeband weg. Ich hätte eigentlich auch die ganzen Ränder auch schwarz einfärben können. Ja, das habe ich total vergessen. Aber das ist ja nicht schlimm. Das habe ich vorher immer gern gemacht. Also das mache ich jetzt immer noch gern, aber ja. So geht's. Ich habe noch eins. So. Dann nehme ich am besten wieder ein. Das ist ja noch nicht so ganz. Na.
Und für den Verschluss nehme ich mir hier so ganz dünn Gummiband. Ist es Gummiband? Ich weiß es nicht. Brauche ich noch eine Schere? Wo habe ich nicht? Ah, ja. Dann nehme ich mir so ein Brett. Mache mir hier so ein Knoten, ich versuche es zumindest. Ach, nee, so geht's nicht. Probieren wir es mal anders. Nee. Muss ich mal mit einem Knoten probieren. Na, das gibt's doch nicht. Sonst klappt es einwandfrei, aber sobald ich das euch zeigen will, nein. Muss es streiken. So, aber jetzt. So. Machen wir noch am besten noch einen Knoten. Mit Gummibändern ist es auch immer so blöd zum Machen. Dann schneide ich hier den Zipfel ab. Und dann habe ich das hier drum. Dann stecke ich hier mein Brett rein. Natürlich auch so, dass der Gummi dann auch in der richtigen Richtung ist. Und dann bin ich eigentlich auch recht doof, wie ich gerade merke. Ich habe nämlich meine Innenseiten, hier habe ich ja die, ich habe meine Innenseite auch mit Löcher gemacht, aber ja gut, das sieht man nicht so arg. Naja, was soll's. Aber wie, ich kann euch noch mal kurz erklären, wie ich die Papiere zuschneide. Und ich klebe das gerade mal schnell hier so auf. So, dann haben wir das hier fest. Also, wo ist denn da die Rückseite? Hier. Ich habe mal ein Papier. Dann habe ich das Papier, was ich, was ist es? Den Cardstock, den ich, Cardstock, das Motivpapier, Heidenai, Papier, wo ich drauf machen will, lege ich mir an. So, runde mir immer eine Ecke ab, wenn ich die Ecke abgerundet habe, dann lege ich mir das so hin, markiere mir. Und unten das gleiche und dann schneide ich mir das zurecht. Ich messe da nicht aus. Ich mache das so nach Gefühl. Und das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Ich lege jetzt gerade schnell die Rückseite drauf. Ich habe gerade noch was vergessen. Bevor wir die Rückseite draufkleben, müssen wir noch was tun. Ich zeige euch auch gleich was. Jetzt habe ich extra schon vorgearbeitet und habe teilweise überall Klebeband drauf gemacht. Und zwar haben wir ja die Mitte geklebt. Und ich kann da gar nicht ausstanzen, sehe ich gerade. Ja. Wie ihr hier seht, ist ja egal, okay. Das müssen wir dann tun, wenn wir die Rückseite jetzt aufgeklebt haben. Machen wir auch wieder so ein bisschen Klebeband. Doppelseitiges Klebeband dran. Und dann stelle ich mir das hinten
hier so auf dem. Es ist gar nicht recht gleich groß, merke ich gerade. Naja, ist nicht schlimm. Dann machen wir das. So. Wenn es dann übersteht, zum Beispiel wie hier, dann nehmt ihr euch die Schere und schneidet es euch so ein bisschen ab. So mache ich das halt immer. So. Und jetzt hier haben wir die Tagtasche. Dann nehme ich mir meinen. Natürlich, der klebt auch wieder nur alles dran. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen, was ich hier tue. Und dann stanze ich mir das hier aus. Ich mache es jetzt einfach mal so. In der Hoffnung, dass ihr das seht. Und habe dann hier meine Öffnung. So, jetzt haben wir schon die Rückseite. Und jetzt machen wir hier das gleiche Spiel von vorne. Nur, dass wir hier dann halt kein Gummi dran machen müssen, weil das ja der Verschluss ist. Na komm. Gerade mal nicht mal eine Seite fertig und habe schon 11 Minuten gebraucht und habe hier natürlich auch vergessen vorzubohren. Lege ich mir das wieder so hin, dass die Löcher aufeinander sind. So, dann klebt es natürlich fest. Dann nehme ich mir einen anderen Brett, wenn ich den hier irgendwo finde in meinem Chaos. Nein, der ist verschwunden. Also müssen wir einen neuen holen. Zum Glück habe ich so viele von diesen Dingern. Das sind übrigens die Breads aus dem Action. Also ich finde die recht gut. Dann stecken wir den hier so rein, aber nicht komplett, dass es ein bisschen Luft ist. Dann knicken wir das hier um. Und dann haben wir die nächste Seite fest. Also jetzt machen wir erst dann die Seiten fertig. Und dann zeige ich euch, wie ich das in mein Album einklebe. So, ich habe hier noch 3 Seiten. Jetzt halt das Loch, das, da kann ich jetzt nichts mehr dran ändern. Und dann könnt ihr quasi mit eurem Gummiband das verschließen. Und hier habt ihr dann die Öffnung für die Seite. Das ist Nummer 2, legen wir auf die Seite. Dann kommen wir zu Nummer 3. Nummer 3 habe ich hier. Und da habe ich mir auch schon alles vorbereitet. Muss ich auch nur noch Klebeband abziehen. Also wie gesagt, wenn ihr ein extra Video haben wollt, wie ich das Papier zuschneide, lasst mir ein Kommi da. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen ist es einfach zu verstehen. Einfach Papier drauflegen, abmessen oder ihr macht es nach Messabgaben. Ihr messt euch die Seiten aus und lasst dann jeweils immer etwas frei. So, das kleben wir auch wieder hier so an den Rand. Weil hier hinten hat es nicht ganz gepasst, aber das ist nicht schlimm. Also ich finde es echt nicht tragisch, wenn man sieht, dass es selbst gemacht ist. Wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Rand sieht oder wie auch immer. Jetzt. Nein, ein Fehl. Ich habe vergessen, die Magnete dran zu machen. Okay. Ja,
Jetzt ist die Seite dran. Jetzt muss ich mir einen anderen Verschluss überlegen. Aber ich kann den Verschluss hier auch hier jeweils reinmachen. Ja, werde ich auch so tun. Jetzt muss ich nochmal meine Knete suchen. Ich habe hier so ganz kleine Magnete. Also ich brauche jetzt 4 Stück. So. Ich mache das teilweise. So. Dann platziere ich mir den Magnet, wo ich den haben will. Zum Beispiel jetzt hier. Und dann mache ich das hier genauso. Aber den tun wir jetzt erstmal festkleben. Und machen. Zu einem Klebepunkt. Ein Papier. Wie hatte ich das jetzt, wie ich das machen wollte? So kommt es hin. Und ihn dann so und außen. Das da habe ich. Das mache ich jetzt mit Klebemaus. Na, okay. Ich hoffe, dass das hebt mit. Glaube ich, das dann so machen. So, hier werde ich den zweiten Magnet dran machen. Das hebt hier nicht, so wie es heben soll. So. Ein Klebepunkt. Auch mit Kleberoller. Ah, das Papier, das ist ekelhaft. Diese Folie. So. Wenn ich das. Alles ein bisschen komplizierter. So. Weil sonst hebt das Ganze nicht. Und dann kommt das nächste Papier drauf. Und ja. Das war eine kurze Umdisponierung, weil ich eigentlich den Magnet hier reinmachen wollte.
So. Und hier kommt dann das. So. Nein. Wieso hebt es jetzt nicht? Ich glaube, naja, so machen wir das mal. So. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Ich will es ja jetzt nicht tausendmal wegmachen. Das ist jetzt voll der Fail hier. Ja, und jetzt hebt's. Und das machen wir dann hier auch. So. Und den habe ich so gemacht. Den habe ich einfach nur mit einem Magnet und der Magnet sitzt hier. Und dann kann man jetzt zum Beispiel das hier dran setzen. Den Magneten machen wir mal irgendwo hin, dass ich nicht verliere. Könnte man jetzt, glaube ich, so ganz schön. Jetzt will es nicht heben, gell? So ein Schmetterling dran setzen. Ich glaube, ich nehme was Schwereres. Zum Beispiel können wir jetzt auch so eine Blume dran machen. Aber das entscheide ich dann später spontan. Aber es ist halt blöd dadurch, dass ich unten den Magnet vergessen habe. Hebt es jetzt nicht richtig. Ich werde die Blume nachher da dran machen. Jetzt ist dann noch die Rückseite. So, ich habe es noch mal verbessert. Ich habe jetzt doch Magnete noch drunter gemacht. Ich habe die einfach komplett weggemacht nochmal und so hebt es dann halt auch besser und es sieht einfach schöner aus. So, Seite Nummer 3 und dann Seite Nummer 4 ist diese hier. Da habe ich schon Magnete reingeklebt. Ja, das Album ist kunterbunt, wie die meisten meiner Sachen. Ja. Dann nehme ich hier auch noch ein Klebeband. Dings drunter. Und dann müsste auch hier wieder diese
Einkerbungen ausstanzen. So. Das machen wir dann gleich mit der Rückseite auf. Das Video geht schon wieder eine halbe Stunde. Und ich habe euch nur Mist gezeigt. Aber ja. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Denn ich werde mich nicht verstellen oder so. Ich stehe dazu, dass ich Fehler mache. Oder dass ich ja dann Fehler gemacht habe. Und das nicht. Dass das Album nicht so 100% perfekt wird, möchte ich auch gar nicht. Dann stanzen wir hier wieder aus. So. So. Und dann haben wir hier die Mittelseite. Dann brauchen wir noch mal zwei Magnete. Das weiß ich nicht, mache ich die oben. Nein, da brauche ich, glaube ich, gar keine Magnete, weil ich wollte ja dieses Teil. Dran machen. Da kommt, da an das Teil hier kommen dann Magnete dran. Also können wir das bekleben? Also das werde ich dann hier noch so bekleben. Zeige ich euch. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie man die Seiten reinklebt. Und zwar habt ihr hier euer, das können wir wegmachen, die können wir gleich nehmen. Ich nehme mein Klebeband. Und mache mir hier Kleber hin, also Klebeband. So. Das mache ich auf der anderen Seite genauso. Ich mache das jetzt mal. So, ich habe mir jetzt überall Klebeband gemacht und dann ziehen wir uns das ab. Das ist ja dann klar. Auf der anderen Seite auch. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr es nicht komplett umklappt. So. Dann nehme ich mir mein Tiki-Glue und mache mir hier am Ding überall noch mal drauf. So. Deckel. Dann lege ich mir das so quer hin, lege mir meine zwei Klammern hier zurecht, dann nehme ich mir meine Buchseite und dann habe ich hier die Öffnung, die wir extra gelassen haben. Und dann stülpe ich das so da rein. Und fahre das dann so ganz hoch, bis ich das so habe, wie es haben möchte. Drücke mir es erstmal hier an der Seite fest, mache mir die zwei Klammern dahin und dann drücke ich das hier unten fest. So. Und das mache ich halt dann mit allen Seiten. Mache ich das? Ne? So. Natürlich gibt es wahrscheinlich Leute, die machen das ganz anders, aber ich habe für mich die Möglichkeit gefunden, das so zu machen,
Und ich finde den Tiki Klo echt klasse, aber ich krieg den nicht aus der Flasche raus. Das ist echt. Und dann haben wir ja hier einmal den Tag hier, wo man den Tag oben hat, reinmachen kann. Mache ich dir genau das gleiche. Schieb mir das dann nach oben. Jetzt habe ich es mir zu weit hochgeschoben. So. Na. So. Dann nehme ich mir wieder zwei Klammern. Na, geh ab. Und mach das fest. So, und drücke das dann hier fest und habe dann meine Seite. Die dritte Seite mache ich jetzt noch nicht rein. Und so habt ihr dann euer Album. Jetzt warten wir mal kurz. Ich beklebe mal die andere Seite noch und dann zeige ich euch mal im kompletten. So, ich habe jetzt alle Seiten drin. Und ihr seht, ihr könnt das Buch richtig schön aufschlagen. Einmal so. Kann man hier die, oh, dann kann man hier die Klammern auch schon wegmachen. Dann macht man hier den Gummi weg. Kann man das auch aufschlagen. Und hier sieht man halt dann schön so die Reihen. Kann man hier das wegmachen. Kann man das hier so aufklappen. Und hier unten aufklappen. Und dann kann man das hier und hier aufklappen. Und hier. So, wie es mit dem Album weitergeht, ich denke mal, das Video ist schon lang genug, zeige ich euch dann in Teil 4 bei der Dekoration. Und ich hoffe, euch hat trotz dem chaotischen, komischen Video, es euch trotzdem gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Teil 4. Tschüss!